Wenn du bei Physio und Friends reinkommst, hast du nicht das Gefühl, du gehst in eine medizinische Praxis. Also du hast nicht das Gefühl, oh Gott, der geht gleich an meine Schulter. Mich erwartet ein weißer Aufenthaltsraum. Irgendjemand mit einem Kittel kommt mir entgegen. Und wir machen ganz klassische Übungen an der Sprossenwand. So. Sondern du kommst ganz entspannt rein. Im besten Fall kriegst du ein Getränk in die Hand gedrückt, setzt dich in den Wartebereich, machst dir einen Kaffee, wirst aufgerufen, dich erwarten nette junge Leute, die wirklich wissen, was sie machen, die Fortbildung haben in den Bereichen, die Lust haben auf das, was sie machen und mega motiviert sind. Das Schöne ist, dass wir nicht alles dasselbe machen. Jeder Therapeut hat seinen eigenen Schwerpunkt, sei es die manuelle Therapie, sei es die Osteopathie oder die Trainingstherapie, sodass wir wirklich ein breites Angebot anbieten können und auch untereinander, wenn wir sinnvoll sehen, dass ein anderer Therapeut es übernehmen muss, weil er es besser kann, auch da freie Hand haben und das Beste für den Patienten schaffen. Hier wird wirklich auf einen eingegangen. Man hat Zeit. Man ist nicht einfach ein Patient und der nächste kommt und schnell, schnell, schnell und das Rad muss sich drehen. Nee, hier wird sich Zeit genommen und ja, auf einen eingegangen. Das Ganze hat angefangen mit einem Gin auf dem Balkon, wo wir uns einfach wirklich Gedanken gemacht haben, ein bisschen gesponnen haben, wir wollen eine Praxis aufmachen und überlegt haben, wie wir es in den Praktika gesehen haben bei uns, was man einfach besser machen könnte, dass wir uns mehr Zeit nehmen wollen für den Patienten und haben dann ein bisschen rumgesponnen. Und dann nach dem Studium haben wir zusammen im Krankenhaus gearbeitet, haben weiter rumgesponnen und hatten dann die Möglichkeit, mit den Räumlichkeiten auf einmal zu starten. Und binnen 2 Monaten hatten wir auf einmal eine Praxis, haben losgelegt und jetzt stehen wir hier. Ferdi und ich saßen quasi im Krankenhaus und hatten Mittagspause. Und dann hat Ron angerufen. Und Ron meinte einfach, Jungs, ich hab die perfekte Location gefunden. Im Herzen von Großborstel, gute Anbindung, ihr habt Parkplätze, das ist ebenerdig. Ihr habt 3 Behandlungsräume, mega großen Wartebereich. Da kann man richtig was draus machen. Der 2. Standort Pinneberg, der wird mega. Ich freue mich vor allem in Pinneberg auf die großen Räumlichkeiten, die helle, schöne Atmosphäre und auch die Ruhegeräte, die wir haben. Das sind Trainingsgeräte, wo man mit einem Chip rankommt und die automatisch sich auf ihn einstellen und auf das neue Team, was wir da aufbauen. Unser Team in 3 Worten. Physio and Friends. Lustig oder humorvoll? Ich würde nicht Friends sagen, sondern wirklich Familie, weil es fühlt sich sehr familiär an, hier zu sein, zu arbeiten. Es ist wirklich einfach ein Miteinander und kompetent, vielfältig, familiär und einfach humorvoll.